Hallo und herzlich willkommen zurück bei God of War. So, wir haben in der letzten Folge wieder mal einen Auftrag bekommen. Da müssen wir hier oben hin zur Festung von Konungsgard. Da haben wir dann noch zum Glück schon das mystische Tor, könnten wir also so hin. Ich bin aber tatsächlich noch unentschlossen. Erst einmal müssen wir hier mal Fähigkeiten skillen. Kampfhaltung, okay, das kennen wir bereits. Sperr des Chaos, versucht bei Berührung eine kleine Feuerexplosion und Brandschaden. Und halten Sie während des Zielens R2 gedrückt, um die Chaosklingen noch mehr aufzuladen und einen mächtigen Elementarhieb auszuführen. Dieser verursacht in einem großen Umkreis Brandschaden. Gut. So, Waffen haben wir hier. Den Chaos-Zyklon jetzt irgendwie ausgerüstet. Ja. Das ist genau das, was ich meinte. Trotzdem finde ich den hier immer noch am coolsten. So. Wir haben zwei Optionen. Wir gehen nach Niflheim, wo ich ja schon die ganze Zeit hin will. Wir könnten nach Alfheim und die Kammer dort öffnen. Oder wir gehen in die Königsgrotte. Ich denke, wir gehen in die Königsgrotte, aber... Ja. Ich möchte da zu Fuß hin. Die auf der Rückseite versteckt war, oder? Ja, genau, wir könnten natürlich auch die Hauptmission starten, aber das möchte ich dann tatsächlich doch nicht. Erst einmal. Stimmt. Jetzt, da wir den Schlüssel haben, können wir die große Tür jederzeit öffnen. Sehen wir uns um. Genau, sehen wir uns um. Die Schlange hat ihre Position verlagert. Ist das da der... Nee, warum fühlte sich Tyr verantwortlich für Odins Gräueltat an den Riesen? Es gab einen Zwischenfall, kurz nachdem Mjölnir geschmiedet war, als Tyr eine Zusammenkunft zwischen Odin und den Riesenkönigen einbringt. Zu der Zeit war der große Krieg noch jung, ein Sieg lag in weiter Ferne und die Jötter hätten die Waagschale zwischen Asen und Wanen kippen können. Odin hatte Tyr überzeugt, der Hammer diene nur zur Abschreckung, um bei den Friedensverhandlungen stark zu erscheinen. Tyr hoffte, alle Parteien davon zu überzeugen, dass Frieden ihnen allen zugute käme. Er wusste, dass die Riesen besorgt waren wegen des Hammers, einer mächtigen Waffe in Händen, denen sie nicht trauten. Doch sie trauten Tyr. Tyr glaubte stets an das Beste in anderen. So schenkte er Odins vermeintlichen Wunsch nach Frieden Glauben und brachte den Rabengott nach Jötunheim. Ab da lief alles schnell aus dem Ruder. Die Riesen erahnten Odins List und entlarvten seinen wahren Plan, sie auszuspionieren und ihr geheimes Wissen zu rauben. Mit Hilfe von Magie verbannten sie Odin aus ihrer Welt, sodass er nie zurückkehren kann. Frustriert ließ Odin seinen Zorn an den Riesen von Midgard aus. Thor entfesselte die Macht Mjölnirs gegen jeden Riesen, den er fand. Keiner konnte dem Blutrausch, der nun folgte, standhalten. Und schließlich zogen sie sich offenbar mit Tyrs Hilfe zurück. Der Turm verschwand, keine Riesen wurden je wieder in Midgard gesehen. Und weder Mensch noch Gott hat Jötunheim seither betreten. Die Feuer können wir auch noch anmachen. Jetzt, wo wir die Niflheim-Rune kompliziert haben, das würde ich ganz gerne noch tun, um einmal zu sehen, was wir denn dann bekommen. Oder auslösen. So. Noch ein Name. Olru. Wozu die Geheimen? Drei Stück noch. Vielleicht sollen wir in Muspelheim und Niflheim etwas finden. So, hatte ich jetzt die Vulvan besiegt, genau. Und da ist der Drache. Den möchte ich mir ganz gerne mal angucken. Näher. Kommen wir, glaube ich, von hier unten nicht hin, oder? Müssen wir von der anderen Seite kommen? Ich weiß es gar nicht genau. Ja, ich glaube, wir müssen von der anderen Seite kommen. Unschön. Ist doch nicht so, dass der nach unten ein bisschen länger braucht. Der könnte einfach springen, das ist ihm vollkommen egal. Gut, das heißt... Jetzt sind sie doppelt so anstrengend. Ich finde es schön, dass sie sich wieder. So kann man es auch sehen. Gut, also wir holen jetzt die Türme und ich will mir den Drachen einmal angucken.
Und die Hörner, die haben ja wirklich was Loki-mäßiges. So, ich glaube... Es ist Baldur, nicht wahr? Ja. Und du hast ihn erledigt, um mich zu retten? Das war äußerst heldenhaft. Kann man so oder so sehen, ne? Gucken wir mal. Müssen wir wahrscheinlich hier hochgehen. Dann können wir gleich nochmal gucken, ob wir hier irgendwo noch was übersehen haben, vielleicht sogar. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Interessant. Was ist denn jetzt schon wieder interessant, Junge? Sag's doch einfach mal. Statt einfach nur, oh, das ist aber interessant. Oh, und hast du das gesehen? Wo? Och, ist nicht wichtig. Ja, ich habe den Eimer da vorne hängen sehen. Da, da, aber für das bisschen Hacksilber renne ich da jetzt nicht wieder zurück. Da ist der Drache. Und da liegt da sogar was. Was ist das denn? Eine Drachenträne. Schön. Armes Vieh. Baldur der Drachenreiter, ja? Ja, die Hörner, das ist eindeutig Loki-mäßig. Atmet der noch? Gut, aber haben wir noch mal eine Drachenträne. Wir brauchen also noch eine, damit wir aufwerten können. Drachenzahn, der hier muss bei seinen Drachentränen müssten eigentlich hier auftauchen. Drachentränen. Zwei Stück, eine brauchen wir noch. Vermutlich. Ach nee, ich kann da vorne runter. Dann in der Festung des Zwergen. Da wird vielleicht noch ein Drache sein, den wir befreien können. Und dann kriegen wir da vielleicht die dritte Drachenträne. Zwergenkönigs, würde ich sagen. Spoil. So, jetzt noch die Türmchen. Die restlichen. So, und schauen wir doch mal. Da und da, das macht zwei. Ah, und eine Wissensmarkierung können wir jetzt noch lesen. Gut, dass wir alle Türme schon so weit vorbereitet haben, dass wir dann mit dem Fahrstuhl hochgehen können. Das macht es für uns deutlich angenehmer. Ah, die Klingen haben schon was. Gunnel, die haben wir besiegt. Ist übrigens gar nicht der Drache, der da noch atmet, sondern die Weltenschlange fällt mir gerade mal so ein. Die ist ja auch noch da. Interessant. Was denn jetzt wieder? Jung! Ist ja schön, dass du jetzt nicht mehr so garstig überheblich bist und wieder machst, was ich dir sage, aber interessant und oh, das nervt. Was hatten Magni und Modi eigentlich mit Rungir zu tun? Ach ja, also nachdem Rungir auf Tor gestürzt war, konnte niemand im ganzen Hofstaat den toten Steinriesen weghieven. Thor selbst war auch nicht zu gebrauchen. Er war wie benommen und konnte kaum atmen. Doch keiner von Odins Männern war stark genug, um ihm zu helfen. Da kamen die Knirpse Magni und Modi, die beiden drei Käsehochs. Und während niemand außer mir hinsah, schoben sie Rungir beiseite und befreiten ihren Vater. Der blondere Magni kassierte die ganzen Lorbeeren. Und seitdem wurde Modi von tiefer Verbitterung zerfressen. Aber das wisst ihr ja selbst. Tja. Und am Ende hat ihn sein Vater grün und blau geschlagen und unsere Kackbratze hat ihn getötet. Hat ein super Leben geführt. Noch ein Name. Hildur. So, fehlt nur noch ein Feuer. Wir können natürlich nicht sehen, welches. Also, welches noch. Mehr sehe ich nicht.
Wie sollen wir Feuerschein auf einen Turm entfachen, der nicht da ist? Ah, okay. Das heißt, der letzte ist dann der Jötunheim-Turm. Den wir bestimmt im Zuge der Hauptquest wieder rausholen werden. Gut. Dann können wir uns jetzt doch auf den... Ach nee, da fehlt ja noch die Wissensmarkierung, genau. Dann sollte ich mich auf den Weg zum König machen. Also zum Schloss. Oder so. Dann haben wir noch die Walküre im Berg. Ach, ich habe auch kein Dings gekauft, ne? Kein Resurrection Stone. Die Schlange hat sie gefressen. Ja, wissen wir bereits. Ich frage mich ja immer noch, warum der schwarze Runenstein auf uns nicht reagiert hat, aber auf unseren Sohn. Fragen über Fragen. So. Minium, lies das. Lies es. Ja. Ich kann sie jetzt lesen. Schön. Hier steht in Muspelheim, der Feuerwelt sind Suturs Spießruten. Okay, die alte Welt des Feuers. Jetzt, da wir die Weltenrune haben, können wir dorthin jederzeit hinreisen und uns an den neuen Herausforderungen stellen. Wie ein magischer Speer. Oder eine Reihe von Gefahren. Ja, sollten wir uns Prüfungen. Mal unser junger Gott kennt keine Angst. Nebel und Glück, eine neblige Welt voller Schätze und Fallen. Tja, wir haben die Rune, um sie zu erkunden. Gut, haben wir das Wissen auch erworben. Dann fehlt hier nur noch ein mystisches Tor. Und ich denke, dass sich das dann auf dem fehlenden Jötunheim-Turm befinden wird. Ah, wir haben ja noch ein paar andere Sachen. Helheim Winde befreien und nutzen. Das heißt, wir können hier auf der Rabeninsel noch was tun, denn da waren ja auch hier diese grünen Nupsis. Und ich glaube, dass wir die noch nicht genutzt haben. Und da war meines Wissens ja auch noch eine Nornentruhe. Ach, halt doch die Goschinierung. Dann machen wir das auch noch mal eben. Hoffe ich. Also ich weiß, dass ich das gesehen habe. Hab ich's auch gesehen. Freya hat gesagt, der Weltenturm von Jötunheim fehlt in dem See. Aber vielleicht nicht wirklich. In der Tat, höchst seltsam. Nicht wirklich. Nee, der ist wahrscheinlich noch irgendwie so ein bisschen dann da. Warte mal, wie war das mit den Zwergen in der Zwischenwelt, in die Zwischenwelt verschoben, ne? Jetzt echt. Herzenburg, hinter dir! Wer interessiert der Tatzelwurm? Wir machen erstmal die Alben. Tatzelwürmer sind nebenbei. Jetzt so oder so sehen. So, da war die Truhe. Jetzt müssen wir noch gucken, wo denn die Winde wohl versteckt sind, dass wir die auch nutzen können.
Ja, hier waren wir. Gut. Da sind die Winde. Okay. Dann ist jetzt die Frage. Oh, was liegt denn hier noch? Danke. Wo wir die. Da können wir sie einmal hinbringen. Hier das Tor auf, dann können wir die bestimmt von oben ziehen und von da aus weiterbringen. Okidoki. Das heißt, wir gehen einmal hier hoch. Ja, du darfst gerne Huckepack kommen, Jung. Und dann müssen wir sie darüber bringen, nehme ich an. Wobei, das ist schon ein Stück. Jung, komm mit. Will er mich eigentlich verarschen? Ich will darüber. Hallo? Gibt's das denn? Okay, wir ziehen uns die jetzt gleich da unten raus. Irgendwie. Von hier vermutlich. Wir bringen sie erstmal da rein. Okay, dann geht's jetzt darum, dass wir die rausziehen, wenn wir die richtige Rune haben. Was haben wir denn noch? Ja, und die Spitze nach rechts. Da ist die Spitze nach rechts. Die nehmen wir dann. Und dann bringen wir ihn darüber. Okay. So. Nee, so nicht. Dann da reinsitzen. Alles klar. Das nämlich von unten ziehen oder von oben. Okidoki. Besser wäre wahrscheinlich, die von unten zu ziehen, ja? Wobei ich da die Reichweite wahrscheinlich nicht habe. Jetzt da rein. Okay, und wir brauchen ja und das liegende N. Wohin denn jetzt? Ja, das ist jetzt natürlich die Frage. Ich kann es erstmal wieder da einspeichern. Da kommen wir dann auch schon mal weiter. So, und jetzt haben wir dann noch. Eine fehlt noch. Da können wir so auch einspeichern. Und dann wahrscheinlich da runterbringen. Und hier können wir so auch einspeichern. Ja, dann machen wir das doch mal. Zumindest uns da unten schon mal öffnen. Das ist eine Kiste drin, habe ich mir ja schon fast gedacht. Und was haben wir da? Griffel der verfluchten Flamme, legendärer Klingenknauf. Geringe Bonusaktivierungschance bei jedem erfolgreichen Klingentreffer einer Feuerbombe mit dreisekündiger Verzögerung auf Gegner zu platzieren. Den werden wir natürlich ausrüsten, denn den wir sonst haben, der ist etwas schwächer, ne? Nehmen wir. Schön. So. Jetzt ist natürlich immer noch die Frage aller Fragen. Wo fehlt uns denn die letzte Rune? So, das war hierfür. Dann müssen wir das jetzt erstmal wieder da oben einsetzen. Dann
damit wir das dann nutzen können später. Die ganze Chose nämlich wieder zurückbringen. Gut, ein paar Minuten haben wir ja noch. Da in der Zeit finde ich das ganz bestimmt, das Teil, das Fehlende. Gucken wir mal hier. Ach. Ist das die hier? Interessant. Ich habe die da weggenommen und habe die da eingesetzt und habe dabei die vollkommen übersehen. Schön. Okay, dann wissen wir Bescheid. Zack. Das wird ja relativ simpel. Hier rüber und hier runter. Ab, nicht zu weit runter. Da rein, rüber. Alles klar. Nur nicht zu viel Stress machen. Dann jetzt hoch. Und hier hoch. Und da hingesetzt. Und rechtzeitig wieder rausziehen, würde ich sagen. Und jetzt. Und dann einfach wieder da einflitzen. Und die Nordentruhe müsste sich öffnen lassen. Geht mal abwärts. Schöne Nummer. Und hier gibt es aber wahrscheinlich kein Weltentor, ne? Gut. Wow. Das hat sich ja tatsächlich nicht gelohnt. Aber wir haben die Rahmeninsel damit jetzt auch fertig. Bedeutet, uns fehlt tatsächlich nur noch eins der mystischen Tore. Und dann sind wir hier auch durch. Wundergut. Am Rad der Valkyren gibt es auch noch eine Schatzmarkierung und dann wahrscheinlich die Valkyrenkönigin. Ja, ich würde sagen, wir sind echt gut dabei. Hier fehlt uns halt noch ein Artefakt in den Flusslanden. Da müssen wir uns aber nur noch mal ein bisschen umgucken. Und hier haben wir ja auch noch ein mystisches... also hier so eine verborgene Kammer, ist auch noch eine Valkyre drin. Okay, jetzt soll uns der Weg dann aber erst einmal Richtung Königspalast führen. Und dafür brauchen wir ein mystisches Tor am besten. Und einmal noch ohnehin einen Auferstehungsstein. Das bedeutet, dass wir über die Zwerge dahin kommen. In der Folge reisen wir dann noch hin und dann gehen wir in der nächsten Folge da durch. Müsste eigentlich, bis jetzt waren diese optionalen Gebiete, die Nebenaufgaben eigentlich immer gerade groß genug, um eine Folge zu füllen. Wobei wir ja die Leiterminen leider ja nicht sehen konnten. Weil die Aufnahme Fratze ging. Das wird unsere bislang beste Arbeit. Wir brauchen yep. etwas Hilfe von euch. Genau, den können wir einmal auch aufwerten mit dem unbeständigen Erz, dann machen wir den direkt Verstärker. Ja, du hast Pläne. Ist mir egal. Danke, Freund. Und wir kaufen Auferstehung. Also wegen dieser anderen Sache. Ja. Rüsten wir dich aus. Genau, das ist die andere Sache. Wir brauchen. Ach, brauche ich gar nicht, habe ich schon geholt. Okay. Eine Schnellreise. Müsste jetzt ja hoffentlich ja wieder funktionieren. Dankeschön. Und wir wollen zur Festung Königsgard. Dann können wir in die Königsgrotte gehen. Machen Sie auf das Tor. Machen Sie auf das Tor. Hey, wenn ich ein Gott bin, vielleicht kann ich fliegen. Nein, nein. Götter müssen auch auf dem Weg bleiben. Da bin ich ganz sicher. Ja? Ich bin verwirrt. Es hieß doch immer, dass Frigg bei dir ist. Klar, Frigg.
Also, das ist mehr eine Art Kosename, weißt du? Er bedeutet geliebt. So hat Odin Freya nach der Hochzeit genannt. Anfangs aus echter Zuneigung. Glaube ich zumindest. Als die Sache unschön wurde, konnte er so die Wahrheit manipulieren. Wie das? Odin wollte nicht, dass Freya, eine Warnengöttin, in Asgard für irgendetwas Anerkennung bekam. Also wurde alles Gute, das sie erreicht hatte, Frigg zugeschrieben. Wie Baldurs Mutter zu sein. Genau! Freya war Baldurs Mutter. Oh. Ah. Frigg war also die ganze Zeit über Freya, Baldurs Mutter, Odins Frau. Man kann sie sich nur schwer mit den Asengöttern vorstellen, aber ich habe es jetzt mit eigenen Augen gesehen. Und da ist unser Ausgang. Flötscht. So. Wo willst du denn? Jung, da kommen wir ursprünglich her. Wo willst du hin? Hallo? Seltsam. So, müssen wir hier einsetzen, damit wir durchs Tor kommen. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich mal wieder für eure Aufmerksamkeit. Und sag mal, bis dahin, euer Stöffel.